Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute wollen wir uns mal den mehrschichtigen Wandaufbau angucken und wir sind ja schon wieder in unserem Projekt, in unserem YouTube-Projekt. In den letzten Videos hatten wir hier die Wände uns angeschaut und die Decken und haben uns damit beschäftigt, wie das funktioniert. Und wir hatten ja nur schon einen mehrschichtigen Bodenaufbau festgelegt und wollen jetzt einmal einen mehrschichtigen Wandaufbau erstellen bzw. den hier so verändern, dass es dann mehrschichtig ist. Das erste, was wir machen müssen, ist natürlich eine Wand aktivieren bzw. alle Wände hier erstmal aktivieren und wir gehen ins Einstellungsmenü, Command T und können hier oben den mehrschichtigen Wandaufbau anklicken und dort haben wir jetzt einige Vorgaben, einige Auswahlmöglichkeiten und wir klicken hier drauf und sehen jetzt nur einmal alles, was wir haben. Wir können uns natürlich jetzt hier einen Standardaufbau raussuchen, der ist ja eigentlich ganz vernünftig für den Anfang. Wir klicken OK und haben den jetzt erstmal ausgewählt und haben natürlich jetzt feststellen müssen, dass entsprechend der Referenzlinie die Dicke sich nach innen verändert. Wie wir sehen, ist das jetzt hier die Außenfassade und das hier ist quasi der Innenbereich. Und das ist natürlich einmal komplett verkehrt herum. Wir können das wie folgt ändern und zwar klicken wir hier einmal oben auf dieses Symbol und dementsprechend ändert sich dann der Aufbau. Was wir jetzt auch noch feststellen müssen, ist, dass die Wände jetzt nach außen gehen und nicht mehr nach innen. Und jetzt gibt es einen kleinen Trick. Wir klicken einfach auf die Taste C auf unsere Tastatur und können dementsprechend die Referenzlinie so anpassen, dass wir die Außenfassade an die Referenzlinie so anpassen, dass es jetzt wieder dem entspricht, was wir eigentlich haben wollen. Wenn uns dieser Aufbau nicht passt, dann können wir jetzt einfach reingehen unter Option, Element, Attribute und mehrschichtige Bauteile. Hier finden wir jetzt zum Beispiel verschiedene Sachen, die wir uns auch verändern können. Also wir können hier neue Sachen erstellen oder auch die Sachen, die gerade vorhanden sind, verändern. Einmal das, was wir jetzt aufhaben, wird hier angezeigt. Wir haben hier die Materialitäten auf der linken Seite, die können wir auch jederzeit verändern mit den Vorgaben. Und dann habe ich nochmal ein extra Video gedreht, ganz am Anfang, das müsste eins der ersten Videos sein, wo wir auch noch mehrere Materialien auswählen können, also nicht nur die, die wir hier angezeigt haben, sondern die können wir auch nochmal separat verändern. Dann haben wir hier die Linie, also die Strichstärke lassen wir jetzt erstmal so auf 3, die Dicke natürlich, hier sieht man nochmal den Aufbau. Und ganz wichtig, hier unten haben wir auch nochmal ein paar Auswahlmöglichkeiten und zwar können wir hier festlegen, für was dieser Wandaufbau gilt. Das heißt, einmal hier für die Wand, wir können den gleichen Wandaufbau auch übernehmen für Decke, Dach und auch als Schalenkonstruktion. Also hier können wir jeweils dann die Verfügbarkeit des Bauteils einstellen. Wir ändern jetzt hier erstmal nichts. Wie gesagt, man kann hier Sachen einstellen, so wie man das möchte. Wir ändern aber nichts und lassen das jetzt erstmal so, wie es ist. Was wir jetzt weiterhin machen, wir werden einmal die nächsten Schritte vorbereiten und zwar werden wir hier in diesem Bereich hier unten eine Stütze hinstellen und dementsprechend die Wände dann verschieben und wir nehmen uns hier einmal Hilfslinien zur Hand, die packen wir auf die Außenlinien und verschieben die jetzt einmal 3 Meter nach innen. So, als nächstes werden wir die Wand verschieben, das heißt wir werden die Wand hier neu zeichnen an der Stelle und werden dann hier diesen Winkel einmal erstellen, wie so eine Art Terrasse oder wie auch immer man das nennen möchte. Jedenfalls drücken wir jetzt auf die Alt-Taste und übernehmen einmal diese Einstellung, die wir hier unten haben, linke Maustaste und übernehmen das. Durch die Pipette haben wir das Material bzw. das Element übernommen. Und die Referenzlinie war jetzt außen, das heißt ganz wichtig, wir müssen hier auf den Außenpunkt klicken und können jetzt hier einmal die Wand zeichnen und schau mal, was bei rauskommt. Wir sehen hier wieder, dass die Zeichnung jetzt wieder falsch rum ist. Das heißt, wir drücken P für die Auswahl, markieren uns diese beiden Elemente. Ich wollte eh, dass diese Hilfslinie die Außenlinie wird. Das heißt, wir klicken einmal hier oben drauf und drehen das einmal richtig herum. Auf der Command-Taste, gedrückt halten, haben wir wieder die Schere. Das heißt, wir schneiden das ab und wir schneiden das ab. Und dementsprechend haben wir hier die Wand perfekt gezeichnet. Wenn wir uns das Ganze nochmal kurz im Schnitt angucken, dann werden wir feststellen, dass auch dort alles in Ordnung ist. So, die Wand liegt hier super auf, direkt auf dem Ortbeton, auf das Fundament sozusagen. Und der Fußbodenaufbau geht quasi bis zu der Wand und dann ist es genau so, wie wir das wollten. Wie ich im letzten Video schon gesagt habe, ich bin kein großer Fan, jedenfalls aktuell nicht Sachen im 3D zu zeichnen und das dann als 2D-Zeichnung zu exportieren. Da
Das heißt, diesen Schnitt würde ich separat zeichnen mit den 2D-Tools, die wir haben, also mit der Linie, mit den Schraffuren und so weiter. Aber das kann auch jeder machen, wie er das für richtig hält. So, wir gehen jetzt nochmal einmal zurück in den Grundriss, löschen einmal das wieder heraus, das brauchen wir jetzt nicht mehr, und löschen noch einmal die Hilfslinien raus und schauen uns das Ganze jetzt nochmal im 3D an. Und jetzt haben wir den Wandaufbau, das heißt den Inputs, den Wandaufbau, und außen haben wir dann quasi eine Klinkerfassade. So haben wir das eingestellt, beziehungsweise das war eine Vorgabe aus Archicad. Kann man jederzeit ändern, wie schon mehrfach gesagt. Als nächstes passen wir hier noch den Außenbereich an, die Terrasse sozusagen. Und zwar nehmen wir das einmal weg und machen die ganze Sache etwas niedriger zu dem Innenbereich. Das heißt, hier sieht man ja diesen kleinen Versatz. Und wir machen das jetzt einfach mal so, dass wir hier das hier wegnehmen, diesen Bereich, das Fundament, und zeichnen das so, dass es hier alles ebenerdig mit dem Abschluss der unteren Kante von der Wand ist. Wir gehen in die 2D-Ansicht, klicken jetzt einmal hier drauf und ziehen uns diese Linie einmal auf diesen Punkt, auf die Außenkante. Wir können jetzt einfach hier in die Mitte auf diese Linie klicken, einfach irgendwo, das ist völlig egal, und können jetzt hier auf diese Palette gehen und benutzen hier neuen Knotenpunkt einfügen, ziehen uns das auf die Ecke, klicken jetzt nochmal hier hin und haben jetzt noch einen Knotenpunkt erstellt. Und wenn wir uns das jetzt im 3D wieder anschauen, sehen wir, dass das alles passt. Das ist hier weg, so wie wir das wollten. Was wir jetzt noch machen, wie gesagt, wir werden uns eine neue Decke holen. Das heißt, wir drücken einmal auf D und haben jetzt die ganz einfache Wand aufgerufen. Wir zeichnen uns das einmal hier hin, gehen ins 3D-Menü und können das jetzt auch nochmal verändern. Wir hatten hier im Bereich des Fundaments die Oberflächenmaterialien geändert. Hier an der Stelle von Beton, Sichtbeton zu verputzt. Das nehmen wir einmal wieder weg und klicken auf OK. Und aufgrund des Fußbodenaufbaus, den wir jetzt hier gewählt haben, und der Referenzlinie zum Kern, zur Kernoberseite, ist es natürlich jetzt so, dass die Platte etwas nach oben gerückt wird und die 30 cm gezeichnet wurde. Das heißt, wir machen die jetzt noch etwas kleiner und passen das Ganze an und machen die 20 cm dick, und dann ist das hier an der Stelle erstmal so in Ordnung. So arbeiten wir jetzt im nächsten Schritt weiter. Das nächste Video wird dann sein Grundlagenstütze. Dann gucken wir uns mal die Stütze an, setzen hier an der Stelle eine Stütze hin, ziehen dann im nächsten Video, im Grundlagendachvideo, hier ein Dach auf und schauen uns das Ganze mal an. Dann wird es auch um Fenster gehen, um Türen gehen, Objekte gehen und so weiter. Lichtquellen und natürlich Rendering kommt dann auch noch dran, was natürlich für viele sehr interessant sein sollte. Aber das kommt erst viel später. Jetzt erstmal die Grundlagen, die ganzen Basics. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.